Donnerstag, 23.03 Uhr, das Blue Lagoon. Disco. Paco Mendes. Er hat die Wohnung vom Doc in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Meine Güte, die hat sich aber richtig schick gemacht. Mann, 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 so, wer bist du, Security? Ich suche Paco Mendes. Wissen Sie, wo er ist? Da drüben an seinem Tisch. Kennt er dich? Noch nicht, aber ich muss ihn sprechen. Das ist unmöglich. Mr. Mendes möchte nicht gestört werden. Damned. Egal. Wir drängeln uns dann hier einfach mal so. So irgendwie. Verdammt, wo war der jetzt? Ach Herrgott, lass mich doch. Paco mag seine Mädchen sexy. Genau, ich gehe einfach sexy da oben drauf. Billige Art. Ach, schade. Kann ich mal anlegen. Sollte ich auch einfach mal auf den Ding tanzen. Ich soll nicht, wo war denn der jetzt? Geht mir doch mal aus dem Weg. Weibsbilder. Ach. Ja, wir tanzen. Und das gar nicht mal so schlecht. Scheiße. Blöder Schuh. Normal. Mit Flirten bin ich wohl durchgerasselt. Er schaut nicht mal her. Echt? Also tanzen kann sie ja. Verdammt. Seine Aufmerksamkeit. Ich rede aber nochmal. Ich gehe einfach hin. Sorry, Lady. Nur mit Einladung. Tanz ich halt nochmal eine Runde. Irgendwann wird er wohl schon hergucken. Hoffe ich. Kriegen wir den denn jetzt dazu? Und wenn ich die Treppe da hochgehe, von oben ihn einfach einen Stift am Kopf werfe, schmeiß eine Flasche Bier noch rüber. Da, die da, wir gehen mal nach oben. Geht's denn da überhaupt hin? Hallo, mein Herr. Kann ich mal mit Ihnen reden? Okay, dann halt nicht. Der! Gibt's doch nicht. Naja, ob man das hier wie als Tanzen bezeichnen kann, das ist... Wenn er sich drum gehampelt. Noch mal aus dem Weg. Aha. Alle hier voll in Action.
Vielleicht mit einem Drink? Ich gehe mal in die Bar. Ach, das ist die Garderobe. Verdammt! Gibt's doch jetzt nicht. Aha, das hier sind also die Toiletten. Ja, Toilette. Was ist das denn hier? Kondomautomat? Man muss sich auch mal ein bisschen schick machen. Zeit für das sexy Girl. Genau, erstmal ein bisschen. So. Was können wir nochmal? Den Rock ein bisschen höher. Oder so. Schöner Rock. Mann, Mann, Mann. Hat sich aber eine schick gemacht. Okay. Ein bisschen die Haare richten. Ja, du siehst spitz aus. Wie toll sie sich jetzt fühlt. Oh, Handtäschchen. Bisschen nachschminken. Oh. Hat was. Klimper, Klimper. Ach, wie toll sie sich jetzt vorkommt. Ey, wir sind doch noch nicht fertig. Doch, sind wir. Ich dachte, sie trägt noch so Lippenstift oder sowas auf. Zeit für das sexy Girl. Hat sie gesagt. Und jetzt probieren wir... durchkommen würden. Und jetzt probieren wir die ganze Schuhe noch mal. Tanzen und das jetzt in sexy. Ah, guckt. Kriegt das Maul nicht zu. Habe ich zumindest so gerade so nebenbei gesehen. Ich muss mich auf die Quick-Time-Events konzentrieren. Sie wird einfach weggescheucht. Hey, du! Ja, ich. Vergiss dein Handtäschchen nicht. Heute ist ein Glückstag. Der Boss lädt dich an seinen Tisch ein. Oh. Hey, danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Bist du neu hier? Ja. Du wärst mir ganz bestimmt aufgefallen. Ich heiße Paco. Und du? Madison. Ich bin Madison. Ah, ich stehe auf deinen Stil, Madison. Da wird mir ganz heiß unterm Kragen. Vielleicht können wir diese Unterhaltung ja fortsetzen, aber private. Oh, oh. Klar, Baby. Ja, er denkt aber bestimmt was anderes wie wir. Okay, dann folgen wir dem gestreiften Pavian mal. Ah, er geht die Treppe hoch. Ich wusste doch, dass er da hoch geht. Was hat er gesagt? Irgendwie, weil da oben war ja die Tür, da kam man ja nicht durch. Haben wir schon sowas gedacht? Zumindest ein bisschen. Gott, wie sieht's denn hier?
hier aus. Ich gehe rein, bringe ihn mit der Waffe zum Reden und verschwinde, bevor ich Ärger kriege. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. So, willkommen in meinem Reich. Hübscher Fernseher, / Aquarium. Ich nehme die. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. Bitte? So, zeig mir, was du kannst. Sieh dich aus. Langsam. Sieh alles aus, Baby. Drink? Krieg ich einen Drink? Einen kleinen Drink. Nur zum Warmwerden. Mir ist schon warm genug, Süße. Ja, jetzt wird's heiß. Los! Zeig mir was! Show me what you got! Könnten wir erst reden? Oh nein. Wir brauchen nicht reden, Baby. Das habe ich satt. Los! Zeig mir, was du kannst. Tut mir leid. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles. Du bist ein Schwein. Und dann weiter, aber die Knarre. Eigentlich sollte das hier ganz anders laufen. Schön, machen wir mal oben auf. Ich hoffe, wir tragen doch noch ein BH, oder? Idee. Überleg dir was. Ich muss irgendwie hier rauskommen. Die Lampe. Die Lampe. Wenn ich nur da dran käme. Ich hab's. Ja, wir tanzen uns. Da, 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 da. Baby Süße, du hast ja einen So, Ruhe im Karton. Ha, und wir haben uns nicht ausgezogen. Das hat echt gesessen. Gut gemacht. Und wir haben nur die Bluse aufgemacht. So, Akt 2. Loverboy packt aus. Loverboy packt aus. Ey, wach auf. Hallo? Hallo? Ah! Hi. Kennst du mich noch? Wenn du schreist, bist du tot. Klar? Shit. Was willst du? Antworten. Du hast eine Wohnung in der Marble Street. Ich will wissen, warum. Eine Wohnung? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Dass die immer alle keine Ahnung haben. Dazu hast du nicht die Eier, Baby. Ich zeig dir meine, wenn ich dich erwische. Wie soll ich ihm auf die Eier zielen? Ah, du Scheißnutte! Du bist tot! Halt die Fresse. Ich habe gerade denselben Gesichtsausdruck wie der. Wenn dir deine Eier was wert sind, Paco, dann fang endlich an zu reden. Ah, was machst du?
Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich werde gerade erst warm. Willst du mehr? Ach, ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat jetzt was gesucht. Er hatte viel Geld. Aha. Wie hieß dieser Typ? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es. Boah, und auch noch. Alter, ich krieg gleich Fingerkrampf. Shepard. Er heißt John Shepard. Mehr weiß ich nicht. So, das war doch gar nicht so schwer, oder? Es war wirklich romantisch mit dir. Aber ich muss los. Man sieht sich, Loverboy. Und jetzt muss ich ganz schnell hier raus. Aber wie er geguckt hat, wo sie ja voll abging, da habe ich auch nur so... Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Heftig. Fängt die auf einmal an, da abzugehen. Alter Verwalter. So, ich muss jetzt erstmal ganz schnell hier aus dem Weg. Ich muss hier weg. Doch ganz, ganz schnell. Das sehen Blue Lagoon.